Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Event hat gestartet. Mehr zum Event werde ich vielleicht demnächst in ein paar Videos sagen, aber ist jetzt nicht wirklich allzu interessant. Shiny Pokémons gibt's, also es gibt Shiny Kappa dort und Gyarados natürlich. Ein Kumpel von mir hat auch bereits ein Shiny Kappa dort gefangen. Ich überlege gerade, ob ich es entwickeln soll. Ich habe noch keins, mal schauen, ob ich noch eins bekomme, aber bin jetzt gerade nicht so begeistert davon, aber mehr dazu demnächst vielleicht mal. Auf jeden Fall heute mit einem neuen Video wollte ich mal was Neues einführen. So was Ähnliches habe ich früher auf dem Yu-Gi-Oh! Channel immer gebracht. Das war immer eines unserer beliebtesten Segmente. Schauen wir mal, ob das hier auf Pokémon anwendbar ist oder und wie es halt ankommt. Hoffentlich auch gut. Also ich werde euch heute die Top 5 Nester in München sagen, meiner Meinung nach. Ich habe natürlich nicht alles gecheckt, aber was ich aus der Erfahrung her sagen kann und von der Map, was ich so ablesen kann. Und dann könnt ihr euch fürs Wochenende, für die nächsten 2 Wochen dorthin begeben. Ich werde auch sagen, wo ich da hingehen werde und was ich am interessantesten finde. Fangen wir mal natürlich bei mir hier oben an. Ich habe gerade alles ausgeblendet, aber Panzerwies ist eigentlich immer ein fettes Nest. Ist gerade ein Quapselnest leider, also nicht zu gebrauchen. Und hier direkt an der U-Bahn ist eigentlich auch immer ein Nest. Es war jetzt ein paar Mal Fukano, ein paar Mal Ova, jetzt gerade weiß ich es nicht. Also ist ausgeblendet, dementsprechend nicht interessant. Bevor wir mit der Top 5 anfangen, möchte ich eine ehrenwerte Nennung nennen. Ein Nest, das es nicht ganz oft in die Top 5 geschafft hat, aber ich würde es trotzdem noch gerne erwähnen. Und zwar hier bei der Pinakothek, bei dem Pinakotheken Klugan, ist ein kleines Pikachu-Nest. Kann man auf jeden Fall hin. Für die Medaille, wer es immer noch nicht hat, nach den 2 Pikachu-Events, Weihnachten und jetzt vor kurzem, dieses Faschings-Ding. Der sollte auf jeden Fall hier hin, zu den Pikachus. Gutes Nest, ich fahre da. Okay, ich habe jetzt Semesterferien, also ich fahre da jetzt nicht oft vorbei, aber normalerweise wäre ich da hier immer auch vorbeigefahren und dementsprechend hätte ich mir ein paar geschnappt. Auf jeden Fall auf Platz Nummer 5 habe ich das Vulkanonest. Also die Map macht gerade Faxen, Philipp arbeitet dran, also keine Sorge, die ist bald wieder top in 100% Funktion. Auf jeden Fall gibt es ein paar fette Fukano-Nester. Auf Platz Nummer 5 ist eben hier der englische Garten. Der war davor Kabuto. Ihr wisst, ich war da sehr oft. Manche habe ich auch getroffen. Hier unten beim Flaucher gibt es auch einen, aber da war ich noch nie, also kann ich nicht viel zu sagen. Und ist auch ein bisschen kleiner und nicht so gut zu erreichen. Also englischer Garten richtig groß. Da sind eigentlich noch mehr, also vor allem hier oben. Aber ist gut gelegen. Hofgarten, Odeonsplatz, kann man direkt da rein. Man kann da von oben rein, also immer gut. Vulkanus ist jetzt nicht so interessant, also ein paar Fans haben mich schon angeschrieben. Ob ich damals sein werde, werde ich leider nicht. Also ich habe sehr, sehr viele Vulkanus. Lulpol Park war mal Vulkanonest. Ich wohne da in der Nähe, also da habe ich echt genug Vulkanus. Aber wer die noch braucht, kann da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das ist ein gutes Nest und Vulkanus ist auch nicht schlecht. Dann auf Platz Nummer 4 haben wir hier im Ostpark endlich mal wieder ein relativ gutes, brauchbares Nest. Das letzte war das Rio-Nest, das ist aber schon fast 3 Monate her. Also irgendwann im Winter war das. Da waren wir auch, könnt ihr mal abchecken. Und seitdem gab es kein brauchbares Nest. Ostpark eigentlich bekannt früher als das Bisasam-Nest. Also das Rio-Nest war auch sehr, sehr saftig. Und jetzt ist dort Abra. Abra, ziemlich guter Angreifer, ziemlich seltenes Pokémon eigentlich. Ich habe 200% Pokémon, also 200% Abra, die sind relativ hoch. Candies könnte ich auf jeden Fall gebrauchen für die, also einmal werde ich auf jeden Fall dort vorbeischauen. Tati wohnt dort relativ nah, also schauen wir mal, ob der Zeit hat. Dann schauen wir dort vorbei. Ist ein gutes Nest, ist sehr, also hier sieht es gerade nicht so stark aus wegen der Map. Aber normalerweise sind da echt sehr viele und das kann ich echt nur empfehlen. Ein paar Freunde werden dort auch vorbeischauen mal, also Ostpark auf jeden Fall ein Ziel von uns. Dann auf Platz Nummer 3 haben wir nach dem Ostpark natürlich den Westpark. Und da ist zurzeit gerade ein Evoli-Nest, das relativ interessant ist. Evoli spawnt zwar relativ häufig überall, aber das ist auch mal ein richtiges Nest hat, ist interessant. Evoli kann man immer gut gebrauchen. Es gibt jetzt die 2 neuen Entwicklungen und Aquana immer noch eines der Top-Pokémon. Momentan sieht es ziemlich leer aus, aber wer sich auskennt, davor waren da richtig fette Sichlor-Nester. Da waren wir zufällig auch mal. Könnt ihr auch anschauen, das Video. Also Sichlor war da richtig fett und das Evoli ist eigentlich genauso fett gewesen.
Sieht man jetzt nur nicht auf der Map, weil die gerade ein paar Probleme hat, aber wenn die wieder da ist, die Map, dann könnt ihr sehen, Evoli auch ziemlich gutes Nest dort. Also ich werde da auch mal vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob die Jungs mitkommen wollen, aber Kumpel wohnt in der Nähe vom Westpark, also schaue ich mal beim Nest vorbei und dann unternehmen wir mal wieder zusammen was. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also falls ihr da mal hin wollt, einmal werde ich da auch auf jeden Fall da vorbeischauen. Dann auf Platz Nummer 2 haben wir hier oben beim Olympiapark und die obere Hälfte bei dieser Zentralhochschul-Sportanlage ein Rihon-Nest. Rihon, laut Bargisch, das beste Nest-Pokémon, was auch stimmt. Rihon immer gut für Arenen. Ich brauche selber noch welche wieder. Hab sogar ein 100% Rihon letztes gefangen. Werde ich demnächst für euch entwickeln. Und das ist auch ein sehr gutes Nest. Ihr wisst, wir waren dort beim Vollriegel-Nest. Kann ich nur empfehlen. Diese Zentralanlage da, man kommt nicht immer rein. Bisher, wo ich immer da war, konnte man immer rein. Einmal war ich halt am Abend nach 9 Uhr dort. Also da konnte ich dann nicht mehr rein. Also eigentlich logisch, weil in der Nacht sollte das echt bewacht werden. Aber so vormittags, nachmittags, solange es hell ist, ging es eigentlich. Und selbst wenn, nicht alle spawnen dort in dem Bereich. Also hier könnt ihr sehen, es spawnen auch sehr viele außen. Also ich würde sagen 50-50. Echt gutes Nest, echt gut gelegen, also Olympiazentrum U3, U8, das ist auf jeden Fall eines der Top-Nester, dort werde ich die meiste Zeit verbringen, also falls ihr mich treffen wollt, dort habt ihr die besten Chancen mich zu treffen. Am Sonntag wollten wir auch dorthin, also ich mit den Jungs, oder zumindest mit einem, Dimi, wollte dorthin, also schauen wir mal, wer noch so mitkommt. Und dann auf Platz Nummer 1, das beste Nest, könnt ihr hier schon sehen, zwar... Wie soll ich das sagen? Das sind eigentlich 2 Nester, Schloss Nymphenburg. Beziehungsweise sind das sogar 3 Nester. Oder 4 sogar. Aber die interessanten für uns sind halt die Rihörner hier oben im Botanischen Garten. Und außenrum die Fukanos. Normalerweise innen. Hier innen vom Schloss ist auch eigentlich auch ein Nest, aber da ihr jetzt nicht sehen könnt, ist es irgendein Pokémon, das ich ausgeblendet habe. Dementsprechend nicht interessant, aber dadurch, dass es halt die Rihörner und Fukanos relativ nah verbindet, ist es für mich die Nummer 1. Ist halt für mich persönlich schlecht gelegen, also ich kann da nicht so gut hin, so schnell. Aber wer sehr mobil ist, dort in der Nähe wohnt, dem würde ich empfehlen, dorthin zu gehen. Hab gehört, da gibt es einen kleinen Bereich beim Botanischen Garten, da muss man Eintritt zahlen, aber für die Rihörner ist das nicht relevant. Und dann die Fukanos kann man abgrasen. Ein paar Dratinis gibt es auch immer da vorne. Also. Das ist auch sehr interessant und momentan dieses Mal auf Platz Nummer 1 in München für die nächsten 2 Wochen. Aber wie gesagt, ihr seht mich einmal im Ostpark, einmal im Westpark und meistens sonst im Olympiapark. Ansonsten hier noch Macholos. Macholos ist eigentlich auch interessant, aber die haben es dieses Mal nicht auf die Top 5 geschafft. Ist ein bisschen zu weit entfernt, zu nah am Stadtrand. Da komme ich so gar nicht hin. Das war meine Top 5, der Nester. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen, damit ihr wisst, was ihr die nächsten 2 Wochen so anstellen könnt. Ich werde bei ein paar vorbeischauen, vielleicht sieht man sich dort. Ansonsten hinterlasst unten in den Kommentaren, falls ihr aus München seid, welches Nest für euch am besten ist und wo ihr hingehen werdet in den nächsten 2 Wochen vor dem Nestwechsel wieder. Falls ihr nicht aus München kommt, hinterlasst unten in den Kommentaren, was das beste Nest in eurer Nähe zurzeit ist. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.